Ja, schön. Wir haben jetzt hier allerhand wichtige Sachen gesehen und gehört, was unter den Platten stattzufinden hat, wie die Anschlüsse aussehen müssen, damit das Ganze funktioniert. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir halt das Ganze zudecken mit den Unterdeckplatten. Wir haben hier mal ein Detail vorbereitet. Es gibt ja jede Menge verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Traufe ausbilden kann. Da kann man auch nicht sagen, es gibt nur das eine ultimativ Richtige. Das muss ich immer ein bisschen abstimmen mit meinem konkreten Objekt, was da das Richtige ist. Aber dieses hier, das Detail, ist halt das Merkmal ist, dass die Traufe komplett überdämmt ist. Das hat einige Vorteile. Nicht nur, dass wir natürlich gerne mehr Platten verkaufen, sondern das sind noch andere Vorteile, die dazu führen, dass es auch eine Empfehlung vom ZVDH ist. Zum einen geht es um die Schalung, wenn Sie eine Sichtschalung drunter haben, die wird ja leider oftmals relativ schnell ein bisschen unansehnlich, dass da Algen und Pilze dunkle Stockflecken dran bringen. Dem kann ich mit einer Überdämmung deutlich entgegenwirken. Der Zusammenhang ist einfach, es ist Holzfaser, also wenn es eine Holzfaserüberdämmung ist, die Holzfaser hat eine sehr hohe Wärmespeicherkapazität, wärmt sich auf im Laufe des Tages. Und in den kritischen Stunden im frühen Abend, wenn die Luft sich abkühlt, wenn sich Tau aus der Luft auf kalten Oberflächen niederschlägt, dann hält die Überdämmung die Schalung länger warm, genau in dem Zeitpunkt, wo sonst das Tauwasser anfällt. Und das ist genau die Feuchtigkeit, die Algen und Schimmel hauptsächlich zum Wachstum brauchen. Das heißt, mit der Überdämmung wirklich dem entgegen. Das ist der gleiche Effekt wie bei WDVS-Fassaden. Das sieht man ja leider auch häufig, dass Objekte, die relativ kurz vorher erst mit einem WDVS ausgerüstet wurden, dann sehr schnell grün und unansehnlich werden. Das ist genau der gleiche Zusammenhang. Da wurde dann meistens mit Polystyrol gedämmt, was eine sehr geringe Wärmespeicherkapazität hat. Und da kann sich dann eben das Tauwasser auf den Oberflächen niederschlagen. Da gibt es auch einen Bericht, eine längere Untersuchung war das vom Fraunhofer-Institut, kann man sich bei uns auf der Seite mal anschauen, wo das Ganze dann eben auch mit Zahlen belegt ist. Der andere Punkt an der Stelle ist, wenn ich die Traufe komplett überdämme, dann kriege ich in dem Bereich nie jemals ein Problem mit einer Wärmebrücke. Es kann ja sein, später mal schließt sich hier eine Fassadendämmung an, WDVS oder eine hinterlüftete Fassade. Die muss ich dann anschließen an die Dachdämmung, so dass dann irgendwo eine Wärmebrücke entsteht. Und wenn ich schon einmal drüber gedämmt habe, brauche ich nur noch unten drunter zu laufen, habe ich da nie ein Problem. Wenn ich natürlich wie in Süddeutschland häufig anzutreffen riesige Dachüberstände habe, dann werde ich mir das gut überlegen. 2 Meter Dachüberstand zu überdämmen ist dann vielleicht auch nicht das Cleverste. Also ich muss das immer ein bisschen abwägen, was da an meinem Objekt ist. Dann sehen wir hier ein Kantholz. Ein sauberer Anschlag für die erste Reihe, ein Kantholz in Plattenstärke. Da kann ich vernünftig drauf legen, da kann ich das erstmal ordentlich ausrichten, dass die erste Reihe, die ich lege, sauber gerade ist. Das muss ich auch einfach machen, die Arbeit muss ich mir machen, die Zeit muss ich mir nehmen, sonst kriege ich die Fugen nicht richtig zu. Also wenn der Anfang schon mal irgendwie wellig ist, das setze ich bis oben hin fort, das kriege ich nicht mehr ausgeglichen und ich kriege dann Probleme einfach mit den Fugen. Das heißt, die erste Reihe, die ich lege, muss exakt gerade sein. Das kann die unterste Reihe sein, das kann aber auch mal sinnvoll sein, mit der zweiten Reihe anzufangen. Gerade in der Sanierung, wenn ich einen alten Dachstuhl habe, der unten schief und krumm ist oder wo sowieso eine Schräge dran ist, kann ich halt schlecht mit dem Holz in der ersten Reihe anfangen. Da würde ich mir es halt ausmessen, ein Kantholz provisorisch auf die Sparren aufbringen für die zweite Reihe, was ich dann ordentlich ausrichte. Das sollte dann auch dicker sein als die Platte, damit ich beim Drauftreten nicht die Nutwange beschädige. Dann kann ich von da aus hocharbeiten und ganz zum Schluss Kantholz weg, die unterste Reihe einpassen. Was man hier auch sieht, ist, dass die Nut weggeschnitten ist. Die unterste Reihe hat keine Nut, dann sitzt sie natürlich noch satter an, hat einen besseren Anschlag und ich habe hier keinen Hohlraum irgendwo in der Dämmebene. Hat halt entsprechend Vorteil und bei der Gelegenheit muss ich sowieso schauen, wie lang ist mein Sparren, wie ist das Rastermaß von den Platten, da muss ich mal kurz schauen, wie ich oben auskomme. Ich muss ja oben auch einen Anschluss bringen am First, der muss dicht sein, da brauche ich ein bisschen Material und wenn es gerade so ist, dass ich mit so einem 10 cm Schnipsel oben auskomme, dann habe ich da wenig Freude. Also muss ich vielleicht ein bisschen mehr wegschneiden, dass ich oben vernünftig auskomme. Was wir hier auch sehen, ist ein Stückchen Tropfblech, kein Traufblech. Das Tropfblech soll dazu dienen, Wasser, was auf der Unterdeckung kommt, da kommt ja immer Wasser, vom Wind reingetrieben, Pflugschnee, alles Mögliche, Feuchtigkeit ist hier unterwegs, kommt angelaufen und soll kontrolliert nach außen abgeleitet werden. Nicht irgendwo frei abtropfen, versickern, sondern vernünftig kontrolliert abgeleitet.
Deshalb endet das Tropfblech auch nicht in der Rinne, sondern zweckmäßig hinter der Rinne. Dann habe ich einfach die Sicherheit, wenn hier mal ein Schaden in der Eindeckung ist, wenn mal ein Ziegel kaputt ist, kriege ich das unter Umständen über eine längere Zeit nicht mit. Wenn ich da eine Fehlstelle habe, wir haben zwar gehört, 3 Monate frei bewitterbar, schön hydrophobiert und alles, aber wenn ich an einer Stelle punktuell so ein mehr oder weniger, je nachdem wie hoch es ist, ein Wasserstrahl auf die Platte drauf über einen längeren Zeitraum, das geht nicht ewig gut. Irgendwann sucht sich das dann auch den Weg, beschädigt die Platte. Dafür ist es dann schon erforderlich, dass man sowas natürlich behebt. Und wenn ich jetzt einen Schaden in der Eindeckung habe, läuft mir das Wasser auf der Unterdeckung übers Tropfblech hinter die Rinne, dann merke ich ja, da tropft was raus, da läuft was raus, da stimmt irgendwas nicht, werde darauf aufmerksam. Wenn das so leise heimlich in die Rinne laufen würde, würde ich es vielleicht über einen langen Zeitraum nicht merken. Das ist einfach der Vorteil, wenn das Tropfblech hinter der Rinne endet. Und jetzt ist es nicht damit getan, das Tropfblech einfach aufzunageln und ein Klebeband drüber zu machen, damit ich den Anschluss habe, weil ich habe ja immer auch die senkrechten Fugen, die Stoßfugen. Und die sind per se nie so von oben drauf dicht. Das ist eine idealisierte Vorstellung, dass die Platten immer knirsch aneinander gestoßen sind, so fest, dass das hier oben drauf zu ist. Das Wasser dringt da immer ein bisschen ein. Da gucken wir uns mal das T-Stoßmodell an. Das ist so der neuralgische Punkt an der ganzen Geschichte. Über kurz oder lang, irgendwo gibt es immer Zustände, ich habe hier eine kleine Fuge. Entweder hat es beim Verarbeiten nicht geklappt, dass das so knirsch aneinander gestoßen wurde, oder aber es ist letzten Endes ja Holz, Holzfaser, das arbeitet, das schrumpft und quillt durch Feuchtigkeitseinwirkung. Und irgendwann habe ich die Fuge so ein bisschen offen. Das ist einfach normal, lässt sich gar nicht vermeiden. Das Wasser kann also da rein eindringen, bis auf die Feder. Und jetzt geht es darum, dass das Ganze von der Konstruktion so ausgebildet ist, dass das Wasser auch nicht um die Feder rum in den Innenraum reinläuft, sondern nach unten abgeleitet wird. Da haben wir uns viel Gedanken zu gemacht, zu der Profilierung, da geht es letzten Endes drum, die das gewährleisten soll. Und entsprechend ist was rausgekommen, was es so auf dem Markt sonst auch nicht gibt. Wir sehen hier zum einen eine Rinne oben in der Feder. Das heißt, das Wasser, was hier reinkommt, wird also per se schon mal gefasst und nach unten geführt, nicht so einfach um die Feder herum geleitet. Und das Wichtigste ist diese schräge Wange. Normal haben wir ja ein stufiges Profil, wo einfach hier so ein Absatz entsteht. Das Wasser, was hier auf der Feder gegen den Absatz läuft, das kann nicht wieder raus. Und durch die Schräge wird das Wasser bei diesem Profil immer von der oberen Platte auf die untere weitergeleitet und kann über die Schräge immer wieder an die Oberfläche. Das heißt, es muss nicht sich hier irgendwo den Weg quer suchen. Das ist vor allen Dingen bei Durchdringungen sehr unangenehm. Da kommen wir ja gleich noch zu. Und das ist also ein Punkt, der ganz viel Sicherheit einfach bringt in der Verarbeitung, dass das Ganze auch dann funktioniert, wenn es mal nicht so perfekt zusammengestoßen ist. Ein weiterer Punkt dabei ist auch, die obere Wange von der Feder ist parallel zur Plattenoberfläche. Das heißt, auch wenn die Platten nicht knirsch zusammengestoßen sind, liegen diese beiden Platten hier oben aneinander an und sind dicht. Wenn die Feder von vornherein konisch laufen würde, dass sie noch besser ineinander rutscht, dann hätte ich, wenn es nicht zusammengestoßen wäre, quasi eine durchgehende Fuge an der Stelle. Das bringt also auch noch ein bisschen Sicherheit. Und die Tupfenreihe hier ist letzten Endes eine Verlegehilfe, weil dadurch, dass ich diesen Absatz hier nicht habe, erkenne ich ja gar nicht, ist die Platte jetzt richtig eingeschoben oder nicht. Das heißt, wenn sich dann hier hinten mal ein Holzklötzchen irgendwas zwischenlegt, würde ich es nicht direkt merken. Wenn ich dann weiterarbeite, habe ich halt ein welliges Fugenbild und kriege dann hier immer mehr Probleme, dass das weiter aufklafft. Ich kann da mal ein bisschen Wasser drüber laufen lassen. Ups, da steht schon was. Da gibt es bei uns auch einen Film, wir haben das auch mal in groß, in einem längeren Versuch gemacht mit verschiedenen Profilen, das kann ich natürlich jetzt hier nicht bieten, aber so ein bisschen anschaulich schon. Wenn ich jetzt Wasser drauflaufen lasse, dann sieht man zwei Dinge. Das eine ist, es perlt ab, das ist die Hydrophobierung in der Platte selber, die dafür sorgt, dass das gar nicht so groß einsickert. Und das andere ist, dass es einfach, auch wenn es nicht zugeschoben ist, hier schön von der einen Platte auf die nächste läuft. Den besagten Film bei YouTube kann man da gucken, mal Gutex anklicken, dann sieht man da diverse Filme, unter anderem eben dieses Thema mit dem Schlauch, mit dem Gartenschlauch, richtig ordentlich Wasser bei 15 Grad Dachneigung und da kommt hier unten nichts an. Und wenn wir das Ganze mit einem klassischen gestuften Profil machen, nicht richtig zusammengeschoben, dann ist hier unten schon direkt das Wasser da. Also das ist da einfach ein empfehlenswerter Punkt für Verarbeitungssicherheit.
Heißt, um hier nochmal drauf zurückzukommen, wir müssen jetzt hier irgendwas machen, weil wenn ich einfach nur ein Klebeband drüber bringe, dann ist das Wasser, was in der Stoßfuge läuft, ja unter dem Klebeband durch drin. Das mag hier an der Traufe ein bisschen spitzfindig sein, weil so viel ja nicht ist und was soll da schon passieren? Klar, aber es hat auch da schon unangenehme Geschichten gegeben, dass zum Beispiel Wasser hier reingelaufen ist in den Gesimskasten, im Gesimskasten wieder zurück an die Hauswand und dann hinterm WDVS versickert. Das merkt man dann erst nach einer längeren Zeit, dann ist wieder ein Riesenschaden, nur wegen so einer Kleinigkeit letzten Endes. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen, in der untersten Reihe sämtliche Stoßfugen mit dem Klebeband abdichten, dann kommt kein Wasser rein, dann kann es auch nicht drunter laufen. Oder aber, was eigentlich eher gemacht wird, ist, dass ich hier einen Streifen Unterdeckbahn aufbringe. Streifen Unterdeckbahn soll dann einfach das Wasser führen und schön auf mein Tropfblech weiterleiten. Das haben wir natürlich hier schon ein bisschen vorbereitet. Dabei sind jetzt ein paar Sachen zu beachten. Also ich tacker das Ganze oben an der Feder fest. Die Tackerklammern selber halten natürlich nicht viel in der Holzfaser. Das ist also wirklich nur eine provisorische Befestigung, bis die Bahn richtig festgehalten wird, wenn ich die nächste Platte drüber schiebe, beziehungsweise durch die Konterlattung. Jetzt ist es auch so, dass man zweckmäßig wirklich nur bis auf die Feder gehen sollte und nicht um die Feder rum weiter rein. Das klemmt dann natürlich deutlich besser, aber da besteht tatsächlich die Gefahr unter Umständen, wenn es dumm läuft, dass durch die Bahn so eine leichte Dochtwirkung entsteht. Das heißt, wenn ich meine Bahn bis ganz innen reingeführt habe, kann mir dadurch unter Umständen ein bisschen Feuchtigkeit da reingelangen. Also nur bis auf die Feder. Und dann kann ich sie unten schön abkleben, rankleben, ist jetzt ein Hauch zu lang, schön aufs Tropfblech, dann passt das. Was wir jetzt hier nicht haben am Modell, ist eine Schalung. Das ging einfach nicht, weil man sonst in den vorherigen Schritten die Details nicht sieht, wenn die Schalung im Weg ist. Wie eine Schalung aussieht, wissen Sie. Im Neubau geht man natürlich gerne her, klingt die Sparren ein bisschen aus, dass das oberflächenbündig ist. Dann kann ich genauso arbeiten wie hier, einfach drüber legen. In der Sanierung ist die Schalung meistens oben drauf genagelt und da ändern sie im Nachgang ja auch nichts mehr dran. Die bleibt dann eben oben drauf. Das heißt, sie steht vor, ich kriege hier ein Stückchen Schalung und habe einen Absatz. Da kann ich mit verschiedenen dicken Unterdeckplatten arbeiten. Also ich nehme im Bereich der Schalung entsprechend eine dünnere. Die passen mit der Nutfederverbindung trotzdem ineinander. Also dickere, dünnere Platten gibt trotzdem eine Oberfläche. Dann hätte ich das elegant gelöst. Es kann natürlich sein, dass das nicht klappt aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, wenn ich Aufschieblinge habe, einen Knick in der Dachneigung, dann passt die Nutfederverbindung nicht. Dann kann ich auch nicht so arbeiten. In dem Fall müsste ich einen stumpfen Stoß, eine Gärung dran schneiden, stumpf stoßen, der stumpfe Stoß ist nicht dicht, dann würde ich die Bahn eben weiter rüberführen bis in die nächste Nutfederverbindung. Am Ortgang sieht das Ganze analog aus. Ich sollte, wenn ich es dagegen spricht, den Ortgang komplett überdämmen, auch unter Umständen mit verschiedenen dicken Platten. Da bringt mir die Nutfederverbindung natürlich nichts. Ich habe jetzt meine Schalung bis irgendwo auf die Mauerkrone liegen. Da drauf ist die Platte dünner und bis oben hin habe ich eine gerade Fuge. Da muss ich einen stumpfen Stoß machen, der ist nicht dicht. Da kann ich ein schmales Klebeband drüber geben oder ich nehme auch da einen Streifen Unterdeckbahn, klebe den außen an und führe den innen bis unter die erste Konterlatte. Da klemme ich ihn ein, da muss ich auch nicht ankleben. So arbeiten wir uns letzten Endes bis zur Seite durch. Hier muss ich ein Passstück machen, hier muss ich natürlich passend schneiden. Und das Endstück, was ich hier verwende, was ich hier abschneide, kann ich dann als Anfang für die nächste Reihe nehmen. Das ist sehr verschnittoptimiert, aber vom Arbeitsablauf meistens nicht so günstig, weil ich komme hier an, messe aus, gebe das Maß runter und die Jungs schneiden das zu, solange will ich ja irgendwas tun. Deshalb ist es da meistens sinnig, dass ich schon mal mit der zweiten Reihe anfange, dass ich einfach mehrere Reihen auf einmal lege. Die zweite Reihe kann ich ja auch mal mit einer halben Platte schon mal anfangen und weiterlegen. Und wenn ich den Abschnitt habe, mache ich damit eben die dritte Reihe. Also einfach zusehen, dass ich da kontinuierlich am Legen bleibe. Damit sind wir beim Thema Versatz. Ich muss letzten Endes ja bei den einzelnen Fugen immer Versatz zueinander einhalten. Stoß, also Kreuzfugen sind sowieso per se unzulässig. Und von der Fuge bis in diese Fuge in der nächsten Reihe muss ich mindestens 40 cm haben. Und ich soll nur einen aufeinanderfolgenden Stoß je Gefach haben. Das heißt,
wenn das mein Gefach ist und ich hätte in dieser Reihe hier einen Stoß, dann muss die Reihe durchlaufen und erst danach wieder der nächste Stoß. Ich kann also nicht hergehen, wenn mein Gefach entsprechend breit genug ist, sagen, hier ist ein Stoß, 40 cm darüber ist ein Stoß, 40 cm nach da ist wieder ein Stoß. Das ist eine Stabilitätssache. Diese Fugen letzten Endes sind ein bisschen wie ein Scharnier. Das heißt, da ist die Plattenebene etwas geschwächt. Und wenn ich die alle in einem Bereich konzentriere, kriege ich da natürlich eine deutliche Schwächung in der Plattenebene. Bei der Stabilität ist auch direkt ein Punkt Begehbarkeit. Also diese Platten, Holzfaser-Dämmplatten ganz allgemein, sind grundsätzlich nicht frei begehbar. Ich kann also nicht beliebig darauf rumturnen, sondern muss mich über den Sparren bewegen. Da muss man auch ein bisschen genauer mit den Begrifflichkeiten aufpassen. Es gibt die Durchsturzsicherheit und die Durchtrittsicherheit. Das wird auch ein bisschen vermengt. Der ZVDH zieht das auch nicht so ganz konsequent durch. Durch Sturzsicherheit, da geht es wirklich um die Sicherheit des Verarbeiters, der sich auf den Platten bewegt, dass der nicht durchbricht und sich entsprechend schwere Verletzungen zuziehen kann. Da gibt es auch einen Test für, angelehnt an Lichtkuppeltest. Da wird ein 50 Kilo Gewicht aus 4 Meter Höhe fallen lassen auf die Platte und muss dann noch eine gewisse Zeit drauf ruhen, ohne dass da irgendwas durchbricht. Das ist bei richtig dicken Platten, so ab 120 mm aufwärts, ist das durchaus realistisch. Aber vor allen Dingen bei den dünneren, bei sowas hier 60 mm, ist das absolut nicht zuverlässig zu garantieren. Das heißt, die Platten sind grundsätzlich nicht durchsturzsicher. Eine andere Geschichte ist die Durchtrittsicherheit. Der Begriff stammt eigentlich mehr aus der Prüfung von Arbeitsschutzschuhen, dass man nicht durch irgendwelche spitzen Nägel durchtritt, wird aber in dem Zusammenhang auch verwendet. Da geht es eigentlich mehr um die Sicherheit der Konstruktion. Es ist ja so, wenn ich mal daneben trete, da sind wir uns einig, die Platte ist nicht direkt durchgebrochen. Es hängt von mehreren Faktoren ab. Die Dicke der Platte ist ganz wichtig, die Dicke des Verarbeiters obendrauf, die Dachneigung. Ja, die ist nicht direkt kaputt, aber im Extremfall habe ich zum Beispiel hier meinen Sparren direkt daneben den Stoß. Und wenn ich dann daneben trete, dann kriegt der Stoß eine maximale Scherbelastung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwo die Nut-Feder-Verbindung einreißt, ist relativ hoch. Das heißt, da bin ich noch nicht spektakulär durchgetreten, aber hier ist was eingerissen und ist dann nicht mehr dicht. Und da kommt dann mehr das Wasser rein. Das ist sehr ärgerlich. Ich muss das nacharbeiten. Ich kann natürlich da irgendwie abkleben, dass das wieder zu ist. Auf keinen Fall sollte ich sagen, ach, ich habe nichts gesehen, da war nichts, weil nach einer gewissen Zeit habe ich dann den Salat. Also ich muss da schon drauf achten. Und deshalb ist einfach die Grundaussage über den Sparren laufen. Die Lage der Sparren muss ich mir ohnehin markieren. Ist ja klar, wenn ich zugelegt habe, sehe ich die nicht mehr und weiß nicht mehr, wo ich befestigen muss. Und wenn ich sie markiert habe, weiß ich auch, wo ich laufen kann. Befestigt wird das Ganze mit der Konterlatte. In der Regel 4 auf 6. Bei dünnen Platten, wenn ich klammere, kann ich auch 3 auf 5 Konterlattungen verwenden, aber normalerweise ist 4 auf 6. Das reicht für die Plattenstatik aus. Das ist aber nicht alles. Ich muss auch einschlägige ZVDH-Richtlinien beachten. Da geht es vor allen Dingen um den Verbindungsmittelabstand beim Lattenstoß. Wenn ich die Traglatte auf der Konterlatte stoße, muss ich da mit den Nägeln einen bestimmten Randabstand einhalten. Und das erfordert dann mitunter eine breitere Konterlatte. Also das ist dann auch noch zu beachten. Bis 60 mm Plattendicke gibt es Tabellenwerke. Da brauche ich nur reinzuschauen, was habe ich für ein Gewicht von der Dacheindeckung, was habe ich für eine Schneelastzone und kriege dann schon Nägel und Klammern, Abstände raus, wie ich es befestigen kann. Ab 60 mm Plattendicke geht das nicht mehr, da brauche ich eine individuelle Schraubenstatik. Das ist was die Schraubenhersteller in der Regel kostenlos als Service anbieten. Da gibt es bei uns auf der Seite auch einen Link, der dahin führt. Da gehen dann halt noch ein paar mehr Objektdaten ein, die ich da angeben muss. Dann kriege ich eine Schraubenstatik, das heißt, Sogschrauben und Schubschrauben werden da ausgewiesen. Die Sogschrauben sind senkrecht zur Plattenebene, sollen die Kräfte durch Windsog aufnehmen, haben dann entsprechenden Abstand zueinander und die Schubschrauben sind unter 60 Grad geneigt zur Plattenoberfläche. Die sollen die Hangabtriebskräfte aus dem Eigengewicht aufnehmen. Beides, wie gesagt, mit unterschiedlichen Abständen. Und wenn ich jetzt den Fall habe, dass ich einen großen Dachüberstand im Traufbereich habe, den ich nicht überdämmt habe, wo ich eine Aufdopplung auf den Sparren bringen muss, dann kann ich das auch als Schubholz ausbilden, dass ich da meine Schubschrauben alle unterbringe, dann brauche ich nach oben nur noch die Sogschrauben. Dann soll die Befestigung kontinuierlich erfolgen. Das heißt, es ist in der Regel keine so gute Idee, die ganze Dachfläche zuzulegen und dann erst anfangen zu befestigen. Das kann schon mal ins Auge gehen, wenn eine Windböe kommt und mir das Ganze wieder runterhebt. Das heißt, so ein bisschen sukzessive mit dem Arbeitsfortschritt muss ich das auch befestigen.
Eine Konterlatte ist mal wenigstens 2 Meter lang oder länger. Es hängt jetzt einfach von den Objektbedingungen ab. Wie viel Wind habe ich da? Wie exponiert ist das? Wie ist die Dachneigung und so weiter? Muss ich ein bisschen abwägen. Dann kommen wir jetzt mal etwas weiter. Die Sache mit dem Fenster. Wir haben das hier natürlich jetzt mal vorbereitet, dass wir hier nicht groß rumsägen müssen. Im Normalfall wäre es ja sicherlich so, man legt die Plattenebene eigentlich zu und schneidet die Öffnung erst raus, unmittelbar bevor das Fenster reinkommt, damit ich das Ganze zu habe, temporär bewitterbar, und im Nachgang schneide ich es dann raus. Haben wir halt hier anders gemacht. Beim Rausschneiden muss ich ein bisschen aufpassen. Reicht erstmal, Michael. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Detail aussieht. In dem Fall haben wir hier noch die Platte ein bisschen überstehen. Das hängt jetzt vom Fenster ab. Da sehen wir ja nachher was zu, wie es auch angeschlossen wird hier drunter. Insbesondere, wenn unmittelbar unter der Plattenoberfläche meine Luftdichtungsbahn langläuft und ich die Situation habe, dass ich die Platten sparrenbündig abschneide, dann ist es natürlich sehr unangenehm, wenn ich da geradeaus durchgesäbelt habe und die Luftdichtungsbahn mit durch ist. Dann habe ich es nämlich wirklich schwer anzuschließen. Hier ist das nicht ganz so kritisch, weil die Bahn eh ein Stückchen vorlugt, aber da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Muss ich im Vorfeld wissen, und ich sollte einfach hergehen, ich schneide das mit der Handkreissäge raus, stelle mir den tiefen Anschlag so ein, dass ich nicht ganz durchschneide, dass da 2-3 Millimeter stehen bleiben, das kriege ich locker rausgebrochen. Und kann dann eben im Nachgang die Luftdichtungsbahn so aufschneiden, wie ich sie haben muss. Dann geht es jetzt weiter. Ups. Jetzt die 6. Nächste. Man sieht letzten Endes auch, die lassen sich so einfach wie Lego ineinander legen, ruckig zuckig. Da braucht man kein Klopfholz oder irgendwas für, wenn der Anfang einmal gerade ist. Dann funktioniert das. Die Platten an sich sind auch so maßhaltig, dass man da also wirklich gut zurechtkommt. Ja. Die eine noch. Ja. So, jetzt sind wir bei einem Punkt, der ist auch wichtig. Wenn man denn drankommt, Durchdringungen, oberhalb von Durchdringungen muss immer ein Abweiser hin. Das heißt, das Wasser, und da gehe ich jetzt mal eben rein auf die kleine Leiter, es kommt ja oben Wasser an auf der Unterdeckung und das muss ich irgendwie am Hindernis vorbeileiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt hier meinen Anschluss dran bringe, angeschlossen, abgeklebt, wasserdicht, hier kommt immer Wasser an, dann ist das zwar eigentlich dicht, aber die Vorschrift besagt, dass das Wasser eben nicht die ganze Zeit hier gegenlaufen und hier stehen soll, sondern oberhalb gehört ein schräger Abweiser dran. Das ist in der Regel ein kleiner Metallwinkel, der mit etwas Neigung, Quergefälle, auf die Platte aufgeklebt wird und das Wasser seitlich dran vorbeileitet. Wenn hier die Konterlatte im Weg ist, kann ich die auch ein Stückchen aussparen, dass ich den Winkel eben bis ins Nachbarfeld führe. Wichtig bei der Sache ist, wenn ich jetzt hier einen senkrechten Stoß drin habe und klebe meinen Winkel drüber, habe ich die gleiche Situation wie da unten. Das Wasser, was in der Fuge unterwegs ist, würde unter dem Winkel durchlaufen, würde vermutlich auch noch unter der Abklebung, die ich hier später dran bin, auch noch durchlaufen, habe es dann hier wirklich in der Konstruktion, da hat es überhaupt nichts zu suchen. Das heißt, wenn ich hier einen senkrechten Stoß habe, muss ich den auf jeden Fall mit dem Klebeband abdichten. Oder aber ich arbeite auch hier mit einem Streifen Unterdeckbahn. Das mache ich jetzt mal gerade. Dann sehen wir gleich, wenn das Fenster montiert wird, wie das dann weiter verarbeitet wird. Also es ist dasselbe wie unten, dass ich einfach einen Streifen habe, den ich auf die Feder tackere. Damit hat es sich dann. So, dann können wir weiter.
Gesundheit. So, letzten Endes kommen wir irgendwann oben am First an, dann müssen wir wieder einen Anschluss machen. Heißt, ist ja per se ein stumpfer Stoß, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich das ausbilde. Ich kann entweder hergehen, an beide Seiten eine saubere Gärung dran schneiden, muss sie einfach schön aneinander stoßen. Das muss aber wirklich eine saubere Gärung sein, dass da kein senkrechter Spalt ist durch die Dämmung, wo dann entsprechend Nachteile entstehen. Oder die andere Option ist, was eigentlich häufiger gemacht, anders. Auch andersrum. Noch. Jetzt. Also was häufig gemacht wird, ich lege die erste Plattenebene drüber über den First, schneide da die Neigung von der zweiten Dachfläche dran und lege später die zweite Dachfläche wieder über den First und schneide die Neigung von dieser Dachfläche dran. Dann habe ich so ein bisschen überlappenden Stoß, aber es ist letzten Endes immer dasselbe. Es ist nicht dicht, es ist ein stumpfer Stoß, den muss ich abdichten. Bei dünnen Platten kann ich mit dem Klebeband arbeiten. Ansonsten arbeite ich auch mit dem Streifen Unterdeckbahn. Den lege ich einfach über den First drüber und klemme mit dem Konterlatten ein. Den muss ich also auch nicht extra ankleben, weil das Gefälle ja dafür sorgt, dass das Wasser von der Stelle wegbleibt. Dann haben wir letzten Endes die Situation, sämtliche Durchdringungen, Kehlungen, Anschlüsse, die ich ankleben muss, da gibt es ein Klebesystem für. Gibt es das Gutex-Klebesystem oder auch von Proclima? Es besteht aus drei Komponenten, die heißen unterschiedlich, Verarbeitung ist aber exakt dieselbe. Zum einen habe ich einen Primer, ich muss die Platte immer primern, wenn ich ein Klebeband draufbringe, wenn ich das Klebeband einfach trocken draufbringe, das hält zwar so ein bisschen, aber es hat keine Dauerzugfestigkeit, es geht nicht. Ich muss also immer primern, grundsätzlich. Dann habe ich Klebebänder, verschiedenen Breiten, teilweise mit geteiltem Liner zum Draufkleben. Und ich habe Abdichtmasse, Kartuschenware, die brauche ich an so ein paar Stellen dann auch noch. Zum Beispiel bei diesen Zwickeln. Wenn ich jetzt hergehe und bringe hier mein Klebeband einfach gerade drüber, dann habe ich ja den Zwickel offen, da pfeift es durch, Wind treibt mir da Feuchtigkeit rein. Und jetzt ist es keine gute Idee zu versuchen, das Band da reinzufalten in die Kontur. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Deshalb geht man da einfach her, primert das Ganze und gibt dann in diesen Zwickel eine Raupe von der Abdichtmasse auf, dicker als die Plattenoberfläche ist, und drückt dann das Klebeband einfach gerade rein. Aufgedrückt auf die Abdichtmasse, dann ist das zu. Die drei Komponenten lassen sich nass in nass aufeinander verarbeiten, das heißt, ich brauche keine Ablüftzeiten oder irgendwas einzuhalten. Ich kann das primern und direkt weiterarbeiten mit Klebeband oder Abdichtmasse. Es gibt aber auf der anderen Seite auch keine offene Zeit oder Topfzeit oder irgendwas. Das heißt, wenn ich geprimert habe, muss ich jetzt auch nicht innerhalb von so und so vielen Minuten da weiter drauf gearbeitet haben. Ich muss nur primern und Klebeband und fertig. Zum Untergrund selber. Der soll natürlich einigermaßen staubfrei sein, der soll trocken sein oder feucht, aber nicht nass. Also wenn da richtig Wasser drauf unterwegs ist, das ist eine Trennschicht, das haftet einfach nicht. Und es soll auch nicht gefroren sein. Das kann tatsächlich sein, wenn ich gefrorene Untergründe habe, da ist eine Raureifschicht drauf, die ich nicht direkt merke, oder das sind kleine Eislinsen, dann klebt das vielleicht erstmal und dann taut es auf und dann habe ich wieder diese Trennschicht. Also das, gefrorene Untergründe sind da auch zu vermeiden. Eine Besonderheit von einer Durchdringung ist ein Kamin. Das haben wir auch mal hier so ein bisschen vorbereitet, was es da so zu beachten gibt. So, jetzt haben wir so ein Ding entstehen und so sieht es in der Regel eigentlich nie aus. Das Problem ist, hier ist die brennbare Holzfaser bis direkt an den Kamin dran. Das darf in der Regel so nicht sein. Da gibt es auch Brandschutzauflagen, die fordern hier eine gewisse Breite um den Kamin rumherum mit nicht brennbarem Material. Das ist aber nicht ganz einheitlich. Das heißt, fahre ich damit, wenn ich den Schornsteinfeger frage, der bei mir zuständig ist, wie breit willst du das haben? Der
entscheidet dann vielleicht noch nach Bauart des Kamins oder was auch immer. Aber es ist nicht einheitlich die Breite. Meistens sind 2 bis 5 Zentimeter, die das breit sein soll. Ich habe aber auch schon mal von deutlich breiteren Fugen gehört. Da sollte ich einfach auf Nummer sicher gehen, denn nichts ist ärgerlicher, als wenn alles fertig ist und dann kommt der Kaminskehrer und sagt, ist nicht, weil der sitzt da definitiv am längeren Hebel. Da kriege ich wenig Freude, wenn ich da was gemacht habe, was der mir nicht abnimmt. Also einfach vorher fragen, wie breit. Und entsprechend habe ich dann eine Fuge, wo die Holzfaser eben nicht bis in den Kamin dran reicht. Die stopfe ich aus mit in der Regel Steinwolle, hohen Schmelzpunkt, nicht brennbar, damit das zu ist. Das ist dann natürlich keine Unterdeckung, ein stumpfer Stoß, alles absolut nicht dicht. Das muss ich komplett überkleben. Da ist Thomas, der hat jetzt noch ein bisschen Zeit und darf uns das mal eben zeigen. Der Punkt bei der Sache ist, ich arbeite am besten von unten nach oben. Die Bänder sind zwar gegenläufig dicht. Heißt, dann mache ich jetzt genau an der Stelle weiter. Gegenläufig dicht. Nichtsdestotrotz arbeite ich natürlich so, wie Wasser als solches von oben nach unten läuft. Fange ich an mit der Verklebung von unten nach oben. Setze den Fall, der Kaminkehrer fordert von mir eine größere Fläche mit brandschutztechnischen Materialien. Dann klebe ich als erstes die Fläche von der Weichfaser dahin zum Kamin gehend ab und dann der Übergang zum Kamin als solches. Gibt auch die Möglichkeit, wenn der Kamin aus Steinen besteht, mit sehr tiefen Fugen, dann kann ich ein Klebeband verwenden auf Butylbasis mit einer dickeren Materialdicke, um diese Fugen besser ausgleichen zu können. Der fließt auch stärker, dieser Kleber, darauf immer wieder situationsbedingt. Kein Kamin ist gleich, Standardvariante nicht anwendbar. Gibt Sondervarianten? Abklären, weil auch dieses Klebeband kostet mehr, ist ein bisschen zeitintensiver, muss ich wissen für meine Kalkulation. Wir gehen her, bringen unseren Primer auf. Ich habe vor vielen 30 Jahren mal Schreiner gelernt und da hieß es bei Beizen niemals mit dem Pinsel in die Flüssigkeit, weil irgendwann nimmt es eine andere Farbe an. Hier in dem Fall wird es heißen, kommt das Ganze aus dem Eimer. Dann wird irgendwann einmal, trage ich Material von der Holzfaserplatte in den Eimer, habe zum Schluss noch Geld drin, aber nicht mehr verwendbares Material, deshalb die Flasche deutlich einfacher. Ich trage jetzt hier auf und mache jetzt einfach mal Folgendes. Du hebst es gerade mal so, falls mir irgendwas runterlaufen sollte an der Stelle. Mach mich mal online, ich habe es probiert, aber irgendwie geht es nicht. Okay, so. Also, einfach nur Pinsel, Flüssigkeit auftragen, verteilen. So wie der Thorsten Siemens gerade gesagt hat, wir brauchen keine Ablüftzeit. Der eine oder andere kennt es noch von früher. Primern, dann kommt die obligatorische Zigarette. Dann ist soweit abgelüftet, dass man arbeiten kann. Hier geht nass als Untergrund vom Primer. Kein Problem. Chronologisch vorgehen. Ich bleibe jetzt mal nur auf der linken Seite. Ich primer etwas mehr als das, was ich tatsächlich brauche, damit auch der Randbereich meines Klebebandes sich nicht irgendwo rollt und anhebt, wie auch immer, sondern dass alles komplett geklebt ist. Oben natürlich genauso. Und wie bei unserem Dachfenster und wie bei jeder anderen Durchdringung natürlich auch, brauche ich oberhalb meines Kamins, der ja auch eine Durchdringung darstellt, einen Abweiser, der das Wasser, Fließwasser, falls Bedachungsmaterial in irgendeiner Form kaputt geht, Wasser in das nächste Gefach, in das nächste Sparrenfach ableitet. So, einmal aufgetragen. Dankeschön. Achtung, ich stelle das gerade mal weg. Ich hatte vorhin schon erwähnt, es gibt Klebebänder in verschiedenen Größen. Es gibt unterschiedlich konfigurierte und vorbereitete Klebebänder. Hierfür wähle ich jetzt ein Klebeband, wo der Liner auf der Rückseite schon geteilt ist, 150 mm breit. Ich beginne unten. Kleiner Tipp am Rande, sollte der hier über den Rand kleben, nachdem ich den Liner abziehe, Fachbegriff heißt bluten. Wenn ich den zwischen die Oberschenkel klemme, ist die Hose tot. Einmal einfach auf dem Untergrund, egal wie sauber der ist, ist noch genügend Schmutz vorhanden, dass der hier nicht mehr über die Kante Probleme macht. Ja? Ganz, ganz einfach mir helfen, wenn in der Richtung ein Problem auftritt. Wir schneiden ab.
kann durch den geteilten Liner auf der Rückseite. Ich breime natürlich auch den Kamin. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil es läuft mir halt einfach weg auf dem silikonisierten Untergrund. Ich gehe her, kann jetzt in der Ecke beginnen. So, und auch hier kommt wieder mein obligatorischer Pressfix zum Einsatz. Wenn ich wüsste, wo er ist, wäre gut. Da ist er, ich habe ihn. Alles gut. Druck, sind wir wieder beim Thema von vorhin. Druck anreiben, damit aus Anfangshaftung Entklebekraft wird. Liner entfernen. Thorsten, du nimmst mir den bitte ab. Dankeschön. So, einschneiden. Hier ist der Ecknullpunkt. Ich bleibe ein Stück davon weg. Jetzt arbeite ich mich nach oben, links und rechts. Hoppla, nochmal bitte. Gleiches Spiel auf der Seite, ich ziehe den Liner ab. Ich habe jetzt hier länger gelassen, da oben nicht gepreimert. Wir können nachher mal in der Pause gucken, was da passiert an der Stelle. Also Preimern ist ein absolutes Muss. Ich kürze den ein, dass wir nur eine Platte in der Summe hier versauen. Ich schneide ein, nachdem ich meinen Liner abgezogen habe. Thorsten. Dankeschön. Gewichtet. Wo ist er, der Pressfix? Ja. Gib mir eine. Ja. Danke. Anfangshaftung, Endklebekraft, auch hier wieder bleibt was stehen. Sollte ich Zweifel haben an der Überlappung, dass es ausreichend ist, klebe ich ein Stück drüber und in der Summe habe ich, obwohl es jetzt nass noch war, habe ich hier einen funktionierenden Übergang. In dem Fall kein luftdichter Anschluss, sondern ein winddichter Anschluss und vor allen Dingen auch ein wasserführender Anschluss. Einmal außenrum, oben quer. Ich drücke jetzt hier mal ganz vorsichtig drauf, gar nicht weiter. Wir probieren nachher, nach der Mittagspause, was da passiert. Okay, ich wäre an der Stelle fertig und übergebe wieder an den Thorsten Siemens. Bitte schön. Gut, zwei Kleinigkeiten noch. Wir haben ja gesagt, hier muss eine Fuge aus nicht brennbarem Material drumher sein, um den Kamin drumherum. Jetzt haben wir das Klebeband oben drüber, das ist zwar brennbar, erfüllt diese Anforderungen aber trotzdem einfach dadurch, dass es so dünn ist. Diese Mini-Materialstärke, die nimmt man da in Kauf. Man darf also mit dem Klebeband diesen Übergang machen und mit dem nicht brennbaren Klebeband bis an den Kamin dran. Das ist das eine. Und das andere nochmal auf diese Durchdringungen. Wenn wir hier so arbeiten, wie gerade vorgestellt, mit der Raupe Abdichtmasse in dem Zwickel und drüber geklebt, dann sind wir an der Stelle fertig, dann ist es gut. Wenn wir hier mit einem Standardprofil unterwegs sind, was nicht die schräge Wange hat, sondern wo hier diese Stufe ist, da habe ich einfach das Problem, dass mir an so einer Durchdringung in der Ebene der Feder tatsächlich das Wasser entgegenkommt. Also das, was in diese senkrechten Fugen reinläuft, hier irgendwo reinläuft, kommt hier unten nicht wieder raus, sucht sich den Weg links und rechts und kommt mir dann da entgegengelaufen. Das ist nicht unerheblich, das ist also nicht nur mal ein Tropfen, sondern durchaus sogar ein leichter Strahl, je nachdem. Das muss ich also unbedingt abdichten und das ist an der Stelle etwas lästig im Nachgang, wenn ich das im Nachgang rausgeschnitten habe, mir da was einfallen zu lassen, wie ich das jetzt dicht kriege. Das ist einfach noch ein Vorteil von dem Profil.
Damit ist eigentlich so das Wesentliche zu den Platten gesagt. Sind da noch Fragen zu direkt? Oder sagen wir gleich in der Pause, können wir auch immer noch sprechen. Dann wäre ich soweit jetzt mal durch.